Sieg im Preis der Aachen-Münchener Luciana Diniz. Und die setzt alles auf eine Karte. Die schmeißt alles nach vorne. Sekt oder Selters. Winning Mood und Luciana Diniz. Das wäre ein Ding. Toppt sie das Ganze hier noch. 19 ungefähr in der Zwischenzeit. Ähnlich die Zwischenzeit wie bei Hansi Dreher. Winning Mood reißt die Beine weg in dieser Kombination. Und sie schiebt an auf diesen nächsten, erste Distanz auf den Oxer. Der fliegt ab, der Hengst. So, das jetzt bis zum Ende. Immer noch null. Und sie hat ein klein wenig sogar Luft, muss ich sagen. Hin zum letzten. Noch einmal groß. Kommt ins Ziel. Die Zeit bleibt stehen bei 46,90 Sekunden. Ganz, ganz knapp, meine Damen und Herren. Spannender kann Springsport einfach nicht sein. Sie schafft es aber nicht ganz heranzukommen an die Zeit von Hans-Dieter Dreher. Und somit der Sieg für Hansi mit Embassy 2. Und ein unglaublich spannendes Springen geht zu Ende. Nämlich der Preis der Aachen-Münchener. Entschieden in der Winning Round, in der Siegerrunde. Und wir freuen uns auch gleich noch einmal auf einen tollen Sieger. Und der heißt Hansi Dreher. Wobei ich sagen muss, auch Luciana, wie die hier kämpfen bis auf den letzten Metern. Unbeschreiblich. Und so ist natürlich auch die Familie absolut begeistert von dieser Runde und von Platz Nummer 2. Und wir freuen uns auf eine richtig stimmungsvolle Siegerrunde.